Hallöchen, ihr Lieben. Heute mache ich meine Story in der nicht Dunkelheit, sondern solange es noch hell ist. Gestern wegen Ayahuasca kamen noch mal einige Fragen. Dazu wollte ich ein bisschen was sagen, nicht viel. Und dann wollte ich noch mal zum Thema Impfen gehen, wegen dieser vielleicht kommenden Zwangsimpfung und das Ganze, was da gerade los ist in der Regierung und so. Aber gehen wir erstmal kurz auf Ayahuasca ein. Viele haben gefragt, was ist das? Und einige wollten mehr Infos dazu haben. Ich habe ja einiges dazu gelesen, ich habe es noch nie genommen und habe keine eigene Erfahrung mit dem Thema Ayahuasca, habe aber einiges dazu gelesen und Erfahrungsberichte mir reingezogen. Da gebe ich euch kurz Feedback. Ich habe ja nochmal gefragt, wer möchte Infos dazu haben. Eigentlich haben alle auf Ja geklickt, nur eine Person hat auf Nein geklickt. Es sind irgendwie immer die gleichen Personen, die auf Nein klicken. Aber ist egal. Ayahuasca, das ist eine Pflanze, die man kocht. Und ich glaube, da kommen verschiedene Sachen. Es ist nicht immer nur eine Pflanze. Manchmal macht man da noch so einen Krötenschleim oder sowas noch mit rein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Pflanze. Und das wird gekocht. Das wird gekocht und dann wird das getrunken. Es soll eklig schmecken. Und das wird seit ewig langer Zeit bei Ureinwohnern benutzt. Immer wenn die merken, dass Leute depressiv werden oder sie fangen an, gewalttätig zu werden. Also sie merken einfach, es gerät aus dem Gleichgewicht die Gesellschaft da mit diesen Urvölkern. Nehmen die diese Pflanze, sie kochen sie, sie trinken sie, sie machen es eigentlich regelmäßig. Das reinigt Geist und Körper und du siehst, warum du dieses Problem hast. Das müsste man eigentlich bei uns hier im Volk, in Deutschland oder egal wo, regelmäßig für alle trinken. Echt, für uns alle, ich auch, wir alle, weil wir ständig irgendwelche Probleme haben und nicht verstehen, warum die so sind. Ja, die Politiker müssten es trinken, wir alle. Und du verbindest dich dann mit diesem Pflanzengeist und er öffnet dir dann da die Tür für das, wo du gerade bereit bist und zeigt dir, warum du diese Blockade hast. Es zeigt dir, je nachdem, was deine Absicht ist, warum du es getrunken hast, welches Problem du gelöst haben möchtest. Wenn du keine Absicht gefasst hast, wenn du nicht weißt, warum, dann wird dir die Pflanze einfach das eröffnen, was sie für richtig hält. Weil ja, du verbindest dich einfach mit ihr und sie weiß, wer du bist und was für eine Vergangenheit ist, alles Mögliche und zeigt dir das dann auch. Das ist Ayahuasca. Ich bin damit vor einigen Jahren in Berührung gekommen. Ich habe irgendwo ein Buch, kam mir in die Hand, habe darüber gelesen, fand das richtig spannend, fing an, dann auf YouTube zu recherchieren, habe viele Erfahrungsberichte. Dann habe ich mir nochmal ein Buch bestellt, bin dann zum Thalia und habe das da nochmal durchgelesen, dachte mir, ja krass, und das ist in Deutschland verboten. Warum wohl? Unser Körper schüttet DMT aus. Ich kann jetzt nicht, weiß nicht, wie das ganze Wort aus heißt, die mit bla bla bla, müsst ihr mal recherchieren, DMT. Wenn wir geboren werden, in hohen Mengen wird das ausgeschüttet. Wenn wir sterben, in hohen Mengen wird das ausgeschüttet, weil wir gehen dann in die andere. Also wir kommen von der anderen Welt hierher oder wir gehen in die andere Welt. Und wenn wir einschlafen, wird minimal was ausgeschüttet, weil da gehen wir ja auch nochmal in diese andere Welt. Ansonsten wird DMT den ganzen Tag unterdrückt bei uns im Körper durch unsere Nahrung und so weiter. Ja? Es gibt dann auch so eine extra Diät, die man machen kann, damit das DMT nicht krass unterdrückt wird, bestimmte Nahrungsmittel essen und dann machst du das Ayahuasca. Also man sollte auf jeden Fall kein Fleisch essen vorher, keine Milch trinken, also die Tiere, schon gar nicht Massentierhaltung, damit, weil sonst ist die Reinigung sehr stark, weil ich rede, glaube ich, voll durcheinander jetzt gerade. Ich habe hier kein Plan im Kopf, ich rede einfach drauf los. Wenn man diese Pflanze trinkt, reinigt sie dich ja von emotionalen Knoten, die in dir noch drin sind, ja, Verbindungen, die noch wehtun. Aber auch die Nahrung, die wir in uns haben, die hat ja auch Emotionen. Ja, wenn Tiere gequält werden, wir sehen es, Massentierhaltung ist ja nur Qual ohne Ende. Und dieses Essen ist in unserem Körper, ist auch in unserem Emotionalkörper. Und viele müssen halt richtig stark sich übergeben, wenn sie das trinken. Viele, die sich nur von Rohkost ernähren oder sehr vegan, also sehr sauber, die müssen nicht ganz so kotzen wie andere. Aber egal, das ist jetzt unwichtig. Auf jeden Fall zeigt dir die Pflanze, du siehst und fühlst das. Also für mich wäre das ein Traum, wenn ich so ein Retreat hier in Deutschland öffnen könnte für Menschen, weil da muss ich nicht mit irgendwelchen Techniken kommen oder mit meinem Coaching-Gespräch, sondern die Leute trinken das Getränk und sehen sofort, was Sache ist. Manche sehen auch nichts. Also es kommt auch vor, manche, die trinken es und sehen nichts, die haben zu starke Erwartungen und dann, ihr kennt das ja, ne? Wenn du zu viele Erwartungen hast, dann kommen die Nivellierungskräfte und müssen es ausgleichen und dann siehst du erstmal gar nichts. Das ist bei jedem anders. Aber die meisten haben auf jeden Fall krasse Erfahrungen und sehen dann ihre Mutter, ihren Vater oder aus der Kindheit eine Szene, die sie total vergessen haben und die hat sie so geprägt und deswegen haben sie einen gewissen Glaubenssatz. Das sieht man und es wird dann aber auch mit so ein teilweise aufgelöst, aber trotz allem musst du selber dann auch auflösen. Also die Pflanze löst für dich nichts auf, sie zeigt dir. Und wenn du etwas fühlst und siehst und verstehst, ist das ja schon fast die Lösung für dein Problem.
Und das ist Ayahuasca. Es gibt noch andere Sachen. Es gibt nicht nur Ayahuasca, da gibt es verschiedenste Sachen. Da muss man halt immer gucken, ne? Ich kann mir vorstellen, dass einige meiner Zuschauer denken, oh mein Gott, das sind Drogen, sag mal, spinnt die jetzt komplett, die ist ja komplett, keine Ahnung. Aber befass dich mal damit, das sind wie gesagt Pflanzen, die ja, deinen Geist reinigen und deinen Körper reinigen. Gibt es noch andere Pflanzen, wie gesagt, die nochmal den Körper ganz tief reinigen von dem ganzen Kram, weil die Emotionen sind im Körper drin. Ich habe hier so ein tolles Buch mit Trauma, verkörperter Schrecken, ne, wie man Trauma löst. Das habe ich mir extra geholt, damit ich mit Leuten, also mit den Klienten besser durch Traumaarbeit gehen kann, ne, wenn jemand ein Trauma hat. Und wir haben alle Trauma. Wir haben alle Trauma. Nicht nur Unfall oder Misshandlung, sondern auch in der Kindheit, wenn Kleinigkeiten passieren, du wirst angeschrien oder du bist mal alleine gelassen, ne, im Kindergarten alleine gelassen zu werden und du weinst, weil Mama nicht da ist, das ist auch schon ein Trauma. Das ist immer im Körper. Das steckt immer im Körper fest. Immer. Und das kann man auflösen. Entweder durch Körperübungen oder wie gesagt durch die Pflanze. Die Pflanze hilft dir, unterstützt dich und zieht dich einfach da rein. Du musst echt das Ego zur Seite lassen. Das, was ich gelesen habe, ist, ich habe mich schon für Ayahuasca angemeldet, aber dann kam ja hier das, der ganze Kram hier Anfang des Jahres, dann konnte ich doch nicht hinfahren. Ich hätte schon hinfahren können, wusste aber nicht, ob die Grenzen schließen. Ich musste nach Holland und hatte Angst, ich wäre dann in Holland fest, würde da festsitzen und meine Kinder hier mit meinem Mann, der arbeitet. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe aber eine sehr gute Freundin. Die will das auch machen. Also sie hat das schon mal gemacht. Ich wollte mit ihr sogar noch ein Video machen. Sie hat das schon mal gemacht, hat mir ihre Erfahrung erzählt. Die war krass, was sie da gesehen hat. Sie hatte da auch, ich mache es nur so oberflächlich erzählen, vielleicht will sie es gar nicht, ein Thema mit ihren Eltern. Und sie hat dann in der Ayahuasca, als sie das getrunken hat und dann da lag, gesehen die Sache mit ihren Eltern. Sie hat auch gesehen die Verbindung zu den Eltern, zueinander, zu ihr, zu den Vorfahren und warum sie dieses Thema hat mit Vater und Mutter. Und sie meinte auch, das kann man nicht in Worte beschreiben. Sie hat das richtig gefühlt und dann erst konnte sie auch den Vater loslassen und die Mutter loslassen und verstehen, ah, okay, das steckt dahinter. Sie haben ja ihre eigenen Themen und meint das eigentlich gar nicht böse. Und das hat sie halt richtig, richtig gefühlt. Und sie möchte es gerne ein zweites Mal machen. Also die Ureinwohner machen es regelmäßig. Das eine Buch, Taguari, was ich letztes Mal gelesen habe, die trinken Jage und die trinken das, also wenn du ein Dings werden willst, ein Schamane, der trinkt das zwei, dreimal täglich. Muss sie sich fast jedes Mal übergeben, was er da erzählt hat. Nicht immer, aber öfters. Und irgendwann ist man so gereinigt und so, man sieht so klar, man hat dann auch Fähigkeiten, man sieht Sachen und so weiter. Genau, das ist Ayahuasca. Also Ayahuasca, was ich gehört habe, gut auf Menschen, die wirklich einen starken Problem sind und es nicht erkennen. Dann hatte ich ein Buch gelesen, auch ein spannendes Buch, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, aber ich hatte euch das Buch einmal gezeigt vor einigen Monaten, zwar Anfang des Jahres. In dem Buch stand, dass Ayahuasca alle Reichen nehmen, okay, nicht alle, aber die, wie heißt das in Amerika, da gibt es doch dieses eine, wo die ganz Guten, die Apple machen und diese ganzen New Startup-Unternehmen, die richtig erfolgreich sind, wie heißt denn das, Village da, ich habe vergessen, Silicon Valley, genau, das nehmen die alle dort und Geschäftsmänner, die wirklich auf dem Erfolgstrip sind und ihre Blo und merken, okay, ich habe eine Blockade, deswegen kann ich nicht erfolgreich sein. Nehmen Ayahuasca, reden mit Mama Aya, so wird es genannt, der Geisterpflanze, reden mit ihr und sie zeigt, wo die Blockade ist, damit sie das lösen können und dann können sie weiterhin ihren Erfolg nachstreben. Und es hat nichts so mit Erfolg zu tun, es hat auch mit Gesundheit zu tun. Viele heilen sich, Blockaden, Familienthemen. Gerade wenn du ein Problem hast und du weißt nicht, woher kommt dieses Scheißproblem, da kann dir auch die Mama Aya helfen, das klarer zu sehen. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alle Fragen beantwortet. Das wird gemacht in Costa Rica, in Brasilien, gerade so Schamanen. Muss man halt immer aufpassen, ihr Lieben. Man muss aufpassen. Jemand, der Depressionen hat, Medikamente nimmt, sollte kein Ayahuasca nehmen. Der kann sterben. Also das ist dann so krass, weil das ist so bewusstseinserweiternd. Und wenn man da ganz starke Medikamente nimmt, kann man tatsächlich daran sterben. Also da muss man wirklich genau hingucken, wer führt das aus? Ist es jemand, der sich auskennt? Man braucht einen erfahrenen Menschen, der sich mit Ayahuasca auskennt, weil es werden Türen geöffnet zu einer anderen Welt. Und da können auch nicht so gute Wesen zu dir kommen. Und erfahrene Schamanen zum Beispiel können diese wieder vertreiben. Also es ist wirklich so ein Spiel, da muss man sicher sein bei den Leuten, wo man hingeht, gucken, ne? Wissen die wirklich, um was es geht? Können sie mir da wirklich helfen? Ich würde da echt gucken, mich informieren, bevor ich das mache. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, wie gesagt. Habe aber vor, es mit einer sehr guten Freundin mal zu machen und mal schauen, wann und wie und wo und was. Vorher sollte man die Diät machen. Als Frau sollte man nicht die Periode haben, sollte man auf keinen Fall, weil es einfach so starke Energien sind. Die sind schon reinigend und dann nimmst du das noch und das reinigt, das wäre ein bisschen zu viel.
Wie gesagt, da gibt es ein extra Buch dazu. In dem Buch geht es nicht nur um Ayahuasca, auch andere Mittel, DMT. Das ist ja, wie gesagt, in Deutschland verboten. DMT öffnet dein Bewusstsein und du siehst hinter dem Schleier und erkennst die Illusion. Und es ist eigentlich überall erlaubt, bis auf Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich erlaubt ist. Ich meine ja, aber gerade Deutschland, aber wir wissen ja, die meisten, Deutschland ist immer noch fest im Griff bei bestimmten Kräften. Aber es ist egal, darauf will ich nicht hinaus. Das andere Thema, also wenn du noch Fragen hast zum Thema Ayahuasca, schreib mir gerne. Und ich gucke, dass ich baldmöglichst das Video mache mit dieser guten Freundin, die Ayahuasca genommen hat und ihre Erfahrungen damit gemacht hat. So, jetzt zum Thema Impfung. So viele schreiben mir fast jeden Tag, fast täglich bekomme ich mehrere Nachrichten. Ich habe Angst vor der kommenden Impfpflicht. Was würdest du tun? Was können wir tun? Und so weiter und so fort. Bei mir kam ab und zu auch diese Angst hoch. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich Schöpfer meiner Realität bin. Solange wir uns damit beschäftigen, was, wenn, geben wir der Sache Energie. Also immer mehr Menschen lernen ja jetzt, dass sie Erschaffer ihrer Realität sind. Egal, was andere sagen. Viele lernen das und viele fangen an, das umzusetzen. Wenn wir anfangen, ja, aber was, wenn das jetzt wäre? Was würde ich tun? Müsste ich dann ausziehen? Müsste ich dann vor Gericht gehen? Müsste ich alleine das? Damit gibst du in deinen Lebensspiegel rein, Impfpflicht ist schon da. Ich hatte doch letztens ein Video hochgeladen von der Dagmar Neubronner, wo sie diese Würfel hat. Jeder Mensch ist in so einem Würfel drinne, ja? Deswegen sagt man ja, out of the box, geh raus aus deiner Box. Wir sind alle in unserer Box drinne und gucken in den Spiegel. So, du bist das Licht, das in den Spiegel guckt. Und du hast Erwartungen, du hast Glaubenssätze, du hast Gedanken, du bist von denen überzeugt, deine Überzeugungen. Und all das, wovon du überzeugt bist, das bist du ja dann auch. Das spiegelt sich dann in dem Spiegel und es reflektiert dein Leben. Dein Leben reflektiert dir immer deine Überzeugungen. Und mit all dem, womit du dich beschäftigst, das ziehst du in die Realität. Und dieses Wissen kennen diese dunklen Mächte und das nutzen sie, indem sie in die Nachrichten und in dem Fernsehen Sachen zeigen, die Angst machen und die runterziehen. Weil die wissen, wenn Menschen jetzt anfangen, darüber zu diskutieren und sich darüber aufzuregen und Angst zu haben, dann erschaffen sie das erst recht. Wir müssen erst unser Einverständnis geben, dass so etwas überhaupt passieren kann. Unser Einverständnis geben wir, indem wir damit uns ständig beschäftigen. Wenn wir das ignorieren, wird es nicht in unser Leben kommen. Und das müssen viele mehr Menschen wissen. Das wissen immer noch zu wenige Menschen. Ich bin voll nah an meinem Gesicht. Das sieht ja dann auch nicht so toll aus. Das Wissen müssten immer mehr Menschen wissen. Deswegen mache ich das. Ich zeige dir auch gleich nochmal ich habe hier das Buch irgendwo, die Ebenen des Bewusstseins. Wir sind ja Schwingung, wir sind ja Energie. Ich hatte euch schon in einigen Videos gesagt, wenn du dein Leben verändern möchtest, musst du deine Energie verändern, deine Schwingung verändern. Wenn du ständig in der Angst bist, im Kummer, im Zweifel, ne, nicht verzeihen und Angst und lästern und verurteilen, das ist eine sehr niedrige Schwingung. Scham, ganz Schamgefühl haben fast alle. Da muss man immer gucken, warum habe ich Scham und Schuldgefühle? Schuldgefühle, weil ich denke, ich bin ein Sünder und so weiter. Ich hatte euch ja von meiner Erfahrung erzählt bei der Meditation, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich fühle mich ja als Sünderin. Ich habe noch gar nichts gemacht. Es wird aber so über die Religion gesagt, ne? Du hast kein Kopftuch an, du hast das nicht, du hast das nicht, also bist du eine Sünderin. Nicht nur jetzt, in vielen Religionen wird es einem beigebracht, dass man ein Sünder ist. Geht aus dieser Schwingung raus. Raus und geh hoch in Liebe und Vertrauen. Die Religion sagt auch, dass Gott dich liebt, mehr als eine Mutter ihr Kind liebt. Dass er dich liebt, dass er verzeiht, dass er hat mehrere Namen, ne? Der Verzeihende, der Barmherzige. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Darauf sollten wir uns fokussieren, dass wir geliebt sind. Und wenn du dir etwas wünschst, wenn es etwas Gutes ist, was Schlechtes, ne? Das machen wir mal beiseite, jemanden was Böses wünschen oder so, davon überzeugt sein, dass es dir zusteht und dass Gott dir das gibt, und dann kommt es. Und dann kommt es. So, Thema Impfpflicht, wovor wir alle, nicht wir alle, aber die meisten jetzt gerade Angst haben. Beschäftige dich bitte nicht mehr mit diesen Themen und geh raus aus Telegram, aus YouTube, wo darüber mit Angst berichtet wird. Gibt es genug Leute, die das berichten, aber in Negativen. Und die negativ berichten, machen es auch nicht extra. Die meisten. Es gibt auch einige, die machen es extra. Die wurden auch schon erwischt, dass sie von der Gegenseite Kommentare machen oder sogar Videos machen. Das ist so krass auf negative Weise, damit die Menschen sich runtergezogen fühlen und Angst davor haben.
Aber beschäftige dich mit diesem Thema bitte nicht mehr. Beschäftige dich mit einem anderen Thema, das du dir gut tut. Du bist Schwingung. Und wenn du in der Schwingung von Angst hast vor der Pflicht, die jetzt kommen, vielleicht, wissen wir noch nicht, ja, dann hast du eine niedrige Schwingung und du ziehst den Kram mit an. Du bist dafür mitverantwortlich. Wir müssten echt diese Verantwortung zu uns ziehen. Nicht mehr abgeben und sagen, die Bösen da drüben wollen uns antun, sondern wir sind so mächtig, dass wir dem Macht und Energie geben, wenn wir uns mit diesem bekloppten Thema befassen. Warum wird es die ganze Zeit gezeigt? Warum wird es die ganze Zeit gezeigt mit dieser Impfpflicht und so weiter? Wenn die es machen wollen, können die es doch direkt machen. Warum zeigen die es erstmal? Weil sie erstmal unsere Energie brauchen, unser Aufregen, unsere Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das durchziehen, weil einfach zu viele Menschen erwacht sind. Erstens, viel zu viele Menschen sind erwacht. Viel zu viele Menschen würden es nicht mit sich machen lassen, aktuell. Und zweitens zeige ich euch jetzt erstmal mit den Schwingungen. Wenn du das verstanden hast, wird sich dein gesamtes Leben verändern. Wenn du weißt, was Schwingung ist, wie deine Schwingung ist, wo deine Schwingung ist, wenn du das herausfindest, dann kannst du immer noch deine Schwingung Schritt für Schritt nach oben anheben. Und wenn du sie nach oben anhebst, ziehst du Erlebnisse an, Situationen an, die dein Leben bereichern. Ich zeige es euch gerade. Es geht um dieses Buch, Die Ebenen des Bewusstseins von David Harkins. Und hier seht ihr, es gibt diese Nummern. Ja, das ist unten das Niedrigste, das ist Scham und Schuld. Okay, seht ihr das da unten? Scham und Schuld. Scham ist 20, Schuld ist 30. Apathie, Kummer, Angst, 100. Das ist immer noch alles ganz unten niedrig. Wut geht schon besser, es wird geht nach oben. Stolz, Mut. Und dann geht es weiter hier, Neutralität. Neutralität ist in der Meditation. Wenn du also hier unten bist und du willst hier rauskommen, du weißt nicht wie, meditiere. Beobachte nur die Gedanken beobachten. Gedanken beobachten kommst du in Neutralität, weil du gibst ihnen keine Energie. Bist du schon mal viel, viel höher. Ihr seht, hier gehen Pfeile nach unten. Das ist alles niedrige Schwingung. Und hier oben ist eine hohe Schwingung. Bereitwilligkeit, Akzeptanz, Verstand, Liebe. Liebe. Wir sind nicht alle in der Liebe. Ich auch nicht. Wir sind nicht ständig in der Liebe, leider. Aber guck mal, wie hoch Liebe ist. Dann haben wir Freude, Frieden, Erleuchtung da oben. So, jetzt kannst du überlegen, wo bin ich gerade? Die meisten sind hier unten. Die Erde, Angst, Kummer, Apathie. Ganz niedrig. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Es ist messbar. Und damit werden einige Wesen sich Energie ziehen und können die Dinge durchziehen, die sie durchziehen wollen. Wenn wir aber hier oben sind, bei Akzeptanz und Liebe und Verstand oder sogar Freude, indem wir etwas tun, was uns Freude bereitet, kommen wir raus aus diesen niedrigen Emotionen. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen erklären können, wie die Schwingung, es ist jetzt deine Schwingung. Deine Schwingung ist messbar, wo deine Gefühle sind. Wenn du jetzt etwas manifestieren willst, wie Geld, wie ein schönes Haus, wie egal was, dann solltest du dich damit bewusst befassen. Nicht einfach nur beten, lieber Gott, bitte gib mir bitte, lieber Gott, bitte. Viele Gläubige machen das und kriegen gar nichts. Und nicht, weil Gott sie nicht mag, sondern weil sie das falsch beigebracht bekommen haben. Wenn wir verstehen, dass es Schwingung gibt, wenn wir verstehen, dass Gott uns liebt, dass wir wertvoll sind, dass es uns zusteht, dann können wir auf eine andere Weise beten, indem wir unsere Schwingung erhöhen und es fühlen und dankbar sind. Es gibt einen Film, ich werde ihn euch ganz heute Abend wahrscheinlich verlinken, weil mein Mann ist jetzt nicht da. Und ich habe mit ihm ein paar Folgen geguckt und er guckt es gerade zu Ende und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Serientyp, weil das mich irgendwie süchtig macht. In dieser Serie, die ist von nicht Netflix, sondern Google, glaube ich, oder so, hat jetzt auch Serien rausgebracht. Apple ist es, nicht Google. Und da wird sehr schön beschrieben, was Glaubenssätze sind. Wenn man diesen Film guckt, diese Serie, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viele Folgen das hat. Ich glaube, ich habe 4, 5 Folgen geguckt, mehr nicht. Aber das hat auch schon gereicht. Da wird richtig schön beschrieben, wenn ein Volk an etwas glaubt und davon überzeugt ist, und so sind wir alle, wir haben alle unsere Überzeugungen und hinterfragen die nicht, weil sonst werden wir ja bestraft. In diesem Volk sind alle blind. Ja? Alle sind blind. Das stand irgendwie ganz am Anfang. Die Erde, da wurde von einem Virus überfallen und es haben nur 2 Millionen überlebt und die sind aber blind. Okay? So, und die sind davon überzeugt, dass es normal ist, blind zu sein und Sehende sind, es gibt keine Sehenden. Und wenn jemand sagt, doch, es gab früher Menschen, die sehen konnten, das hat mir meine Urgroßmutter erzählt, dann war das ein, auf Arabisch heißt es Kefir, wie heißt es auf Deutsch? Einer der Gotteslästerung. Also, wie gesagt, auf Arabisch heißt es Kefir, auf Deutsch, ich werde es euch nochmal reinschreiben, wenn ich jetzt, ich muss gerade mal überlegen. Jetzt weiß ich es, auf Deutsch heißt es Ketzer. Ne? Deutsch Ketzer, auf Arabisch Käfer, ich weiß nicht, in anderen Ländern. Das ist aber Gotteslästerung, das darfst du bloß nicht sagen. Gibt es bis heute noch gewisse Dinge, wenn du die sagst, bist du ein Gotteslästerer, ein Ketzer oder ein Käfer. So. Es gibt aber einige Enkelkinder, die haben halt, das sind jetzt erwachsene Menschen,
Die sagen, ja, aber meine Urgroßmutter hat gesagt, dass man früher sehen konnte, dass man. Pst, pst, das ist Ketzerei, hör auf! Ja, dafür durfte man, konnte man umgebracht werden in dieser Serie. Man durfte das bloß nicht sagen, dass es mal Menschen gab, die sehen konnten. Wie heutzutage, dass es Menschen gibt, die auch zaubern oder die auch andere Kräfte haben. Es ist ja bis heute noch so, oh, das ist etwas Teuflisches. Wenn du das sagst, darüber redet ja auch kaum jemand offen, obwohl auch immer mehr Leute wie Schamanen und so sprechen darüber. Aber es gibt gewisse Anhänger, die dann sagen, nö, das hat was Teuflisches. Okay, in dieser Serie werden die Leute sehr klein gehalten. Wie gesagt, die sind alle blind und haben wirklich ein erschwerliches Leben. Also kein schönes Leben. Es ist schon sehr anstrengend. Aber sie haben dafür andere Fähigkeiten. Sie können wie Tiere sehr, sehr gut hören oder auch manchmal fühlen. Ja, ist ja so, ne? Wenn eine Sache weggeht, dafür wird eine andere gestärkt. Und es gibt aber einen, der sehen kann. Tatsächlich gibt es einen, der sehen kann. Und es ist wie so ein. Ja? Moment. So. Die Kinder wollen unbedingt essen, aber ich mache die Story noch zu Ende. Es gab eben noch zu essen. Wird schon keiner verhungern, ihr kennt das, oder? Wird keiner verhungern, wenn ich jetzt nicht aufstehe. Genau, einer kann sehen. Es wird über ihn geredet. Ich glaube, dass er sogar eine Legende ist und dass einige nicht glauben, dass es ihn wirklich gibt. Auf jeden Fall ist eine Frau schwanger von ihm. Und diese Frau landet bei einem Volk und sie bekommt Zwillinge. Also einer von diesem Volk nimmt sie auch als seine Frau an, obwohl er weiß, dass sie schwanger von einem anderen Mann ist. Bleibt trotzdem mit ihr zusammen. Sie bekommt die Kinder und die Kinder können dann sehen. Und sie erzählt das dann auch ihrem Mann. Die sagt ja, die sind von einem derjenige, der sehen kann. Von ihm sind die Kinder. Und die dürfen jetzt nicht niemandem erzählen, dass die Kinder sehen können, sonst werden die umgebracht. Weil sie, zu sehen heißt, es sind Hexen. Also so werden die auch beschrieben. Das sind Hexer, die sehen können. Und das ist etwas Teuflisches. Und das ist Gotteslästerung. Das sind Ketzer und die müssen wir umbringen. Und sie hat natürlich Angst um ihre Kinder und auch jetzt der Vater. Und deswegen erzählen sie es keinem. Und diese Kinder haben etwas vererbt bekommen, und zwar Bücher. Der Vater, der richtige Vater, der sehen kann, hat den Vater von den Kindern getroffen, der sie jetzt gerade erzieht, und hat ihm einen Schlüssel gegeben und meinte, da ist irgendwo so eine Höhle und da ist eine Kiste. Und wenn die Kinder 12 sind oder sowas, ich habe vergessen, wie alt die sein sollten, dann soll er die Kiste ihnen öffnen, damit die lesen lernen, ja? Und lesen lernen ist aber auch dort. Das war wirklich, das gab eine Zeit, ihr Lieben, wo, wenn du ein Buch hast, dafür umgebracht wurdest. Da durfte man nicht lesen. Also, weil man, das ist interessant, wenn man sich die Geschichte der Welt genauer mal durchliest, obwohl die nicht überall echt so steht, wie sie ist, dann lernt man, oh mein Gott, wir sollten eigentlich die ganze Zeit in Unwissen gehalten werden, in Scham und Schuldgefühlen. Ja, wir sind die Sündiger und wir sind die Bösen und wir haben die Welt kaputt gemacht und, und. Also, wir werden total schlecht dargestellt, wir Menschen, obwohl es gar nicht stimmt. Okay. Also ich bin mit der Serie sowieso noch nicht so ganz weit. Es geht nur darum, dass einige merken, dass die Kinder wahrscheinlich sehen können und ja, man will sie beseitigen. Ja, und es ist total interessant, die Kinder werden etwas älter, fangen an zu lesen. Die Mutter weiß es nicht. Sie will auch nicht, dass ihre Kinder lesen, weil die Angst hat, dass es Unglück bringt. Sie ist ja selber blind und sie denkt, das ist wirklich ketzerisch. Also wirklich etwas gegen Gott. Man darf nicht lesen. Und die Kinder merken immer mehr, was für Glaubenssätze dieses Volk hat. Zum Beispiel hat eine Tante mit ihrem Neffen ein Kind bekommen. Ja, die Tante, sagen wir mal, die ist 50 und der Neffe ist 30. Die haben zusammen was bekommen. Kinder, das Kind ist behindert. Das ist völlig normal. Wir wissen alle, wenn Verwandte miteinander Kinder bekommen, Geschwister oder keine Ahnung, das geht nicht. Das geht nicht. Das Kind wird behindert. Und die Kinder wissen es, weil sie ja Bücher gelesen haben. Die wissen es nicht. Das Volk denkt, wegen den Zwillingen, das sind ja Jungen und Mädchen, die sehen können, das sind Hexer. Die haben Unglück über das Volk gebracht und deswegen ist das Kind behindert geworden. Also mit ihren Glaubenssätzen denken die, diese Hexenkinder sind schuld daran, dass das Kind jetzt teuflisch komisch ist. Es ist einfach nur behindert. Und die Kinder sagen, hey, das ist doch ganz normales Naturgesetz. Aber die dürfen es nicht laut sagen, weil es ist ein Wissen, das darf man nicht sagen. Das ist wieder Gotteslästerung. Total spannend. Auf jeden Fall wird da gesorgt dafür, dass sie wollen den Mann, der sehen kann, umbringen und man will auch die Kinder beseitigen. Das soll einfach so bleiben, wie es ist, weil so wie es ist, ist gut, alles andere ist teuflisch und alles andere ist gegen Gott. Jetzt bin ich von einem Thema auf das andere, wegen Glaubenssätze und wovon wir überzeugt sind und es ist total spannend, diese ganzen Sachen, wenn man sich mal damit beschäftigt. Und genau, was ich euch eigentlich mit der Story heute sagen will, mit deiner Schwingung kannst du hast du riesen Einfluss auf diese Erde. Du bist nicht zufälligerweise hier, ich auch nicht. Wir haben einen Grund, warum wir hier sind. Und wenn wir lernen, uns selbst zu erfahren, uns selbst zu verstehen,
Und dass alles aus Schwingung besteht, alles aus Atomen besteht. Ich könnte euch noch 1000 Bücher zeigen. Wenn ihr das wollt, dann klickt hier auf Ja. Dann kann ich euch morgen nochmal ein anderes Buch vorstellen. Meister der Matrix hatte ich euch schon mal vorgestellt in irgendeinem Video. Da sieht man nochmal, wie wir aus Atomen bestehen. Und diese Atome drehen sich die ganze Zeit. Die drehen sich in die Richtung, in die wir denken. Und damit ziehen wir immer ständig Sachen an. Das heißt, wenn du reich sein willst, sollst du dich jetzt schon wohlhabend fühlen und dankbar dafür sein, auch wenn das Geld noch nicht da ist. Das Fühlen und dankbar sein und so auch reden, ne? Nicht reden ständig, ich habe kein Geld oder mit einem Krampf auf dein Konto gucken, scheiße, da ist schon wieder Minus. Das ist wieder eine Schwingung von Mangel und dann ziehst du noch mehr Mangel an. Wenn du also ängstlich bist, im Mangel bist, im Kummer bist, im Sorge bist, Schuldgefühle hast, ständig da an diesen Schwingungen schwimmst, ziehst du dementsprechend genau das an, weil das Leben ist immer ein Spiegel. Dagmar Neubronner hatte doch letztens das Video gemacht, was ich auch teilweise auf meinem Kanal hochgeladen habe mit dieser Box. Du stehst da und guckst in den Spiegel und das, was du erwartest, das, was du denkst, das, was du fühlst, gerade das, was du erwartest, das ziehst du an. Bitte beschäftigt euch mit Sachen, die schön sind, die gut sind, die deine Schwingung erhöhen. Und wenn du gerade in einem Problem bist, wenn es gerade bei dir echt unangenehm ist, wenn du sagst, ey, es geht einfach nicht weiter, denk an deine Schwingung, verändere deine Schwingung. Da gibt es nochmal ein sehr schönes Buch, da werde ich die Tage euch ein bisschen was vorlesen, um es nochmal zu verdeutlichen, wie ich das meine. Immer, wenn du guten Gedanken hast, geh Schritt für Schritt hoch mit den Gedanken. Man kann nicht sofort von schlechter Laune in gute Laune kommen. Die meisten haben Probleme damit. Es geht schon, aber das ist eine Übungssache. Deswegen geh Schritt für Schritt in bessere Gedanken rein. Ja, es ist sowieso eine Skala, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel ist das alles scheiße, es bringt doch eh nichts. Und dann naja, so, das war jetzt meine Erfahrung die letzten Jahre. Vielleicht gibt es einen Weg, sich besser zu fühlen. Das wäre schon mal der erste Schritt in einen positiven Gedanken. Der nächste Gedanke könnte sein, ich bin gesund oder ich bin in Sicherheit, weil wir sind ja jetzt gerade in Sicherheit, wir alle. Es gibt ja jetzt hier keine Überfälle oder sonst was in der Regel. Mach bitte die Tür zu, mein Schatz. Guck, dass du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer wieder Gedanken findest, die deine Schwingung in positiv verändern. So, und Schwingungen sind Gefühle. Du fühlst das in deinem Körper. Du fühlst dich besser, erleichterter. Was wäre, wenn ich dieses Problem nicht hätte? Wie würde ich mich dann fühlen? Und dann gehst du ins Gefühl rein. Wie wäre es? Und so kannst du Schritt für Schritt deine Schwingung verändern. Beschäftige dich mit Sachen, die dir gut tun.